Hey yo, was geht, meine Freunde der Sonne? Willkommen zurück zu Minecraft. Und schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt in dieser schönen neuen Folge. Und ja, wir haben tatkräftig in der letzten Folge schon endlich begonnen, die zweite Etage zu bauen. Das werden wir natürlich auch in dieser Folge weiterführen. Ich muss mir nur noch einmal überlegen, wie wir die Trennwände machen, weil ich möchte jetzt hier Trennwände machen, wie hier unten natürlich auch. Und ich denke mal, wir werden auch hier so ein Trepp für das Treppenhaus einen Gang legen. Da muss ich kurz gucken, weil das Ganze möchte ich gerne diesmal nicht aus Holz machen, sondern aus, wie hier die Außenwand, aus Stein. Aber nicht aus Ziegelstein, sondern aus einem anderen Stein. Ich schau mal in unserer Rumpelkiste und dann natürlich auch in unserem Lager, was wir so alles noch an Stein haben. Und warum der Hund jetzt hier auf einmal hier drinnen hockt? Ja, vor der Aufnahme hat sich ein Dorfbewohner hier reingeflüchtet, weil Zombies ihm nachgerannt sind. Und ja, unser, sagen wir mal so, der hat die Tür so weit lange offen lassen, dass 3 Zombies hier reingekommen sind. Ja, und ich musste leider diesen Dorfbewohner von seiner Panik erlösen. Weil mir das jetzt eigentlich überhaupt nicht gepasst hat, dass er da einfach die Zombies reingelassen hat. Ja, da kann der Holy schon mal böse werden. Moment, wir haben noch was im Rumpeln hier. Einmal das. Den Schnee haben wir auch hier rein. Dass wir immer ein bisschen Platz haben. So, also in der Rumpelkiste haben wir zum Beispiel jetzt schon mal keine Steine mehr. Okay, dann müssen wir uns mal hier nach unten bequemen. Bequemen, sagen wir einfach mal. Das ist ein neues Wort. Und schauen, was wir so an Stein haben. Ja, Andesit hatten wir da sehr viel. Ja, komm, nutzen wir mal das Andesit, das komplette. So, das Hölzer schmeiße ich erstmal wieder in die Holzkiste. Wir lassen aber Bretter und sowas gesondert von den Baumstämmen. Das möchte ich schon so haben. Wir ziehen auch unser Schild an. So, und dann schauen wir mal, was wir aus dem machen können. Man könnte natürlich auch Zäune machen und so weiter. Aber ich brauche ja Wände. Ich will mal was Neues versuchen. Ich will jetzt nicht hier arbeiten. Ich will an der Kreissäge arbeiten. Und wir machen statt normale Blöcke, machen wir diese Zäune mal als Wand. Ich weiß, da wird ein bisschen ein paar Löcher frei sein. Aber das ist ja, wie gesagt, so zum Experimentieren mal. Weil wir haben das ja schon so oft mit Blöcken gemacht. Okay, polierte Stufen können wir auch machen. Okay, polierte Treppen. Aber wie gesagt, ich möchte mal die Zäune probieren. Machen wir mal den einen Stoß mal aus den Zäunen. Das funktioniert echt super. Was natürlich noch ein bisschen geil wäre, wenn links und rechts so Staub wegpuffen würde. So Staubwolken, so Steinreste, ihr wisst schon, Steinstaub. Das wäre schon mal noch ein bisschen keckig, muss ich sagen. So, dann setzen wir mal die Trennwände. Erstmal hier für die... für das Treppengelände. Soll jetzt auch nicht groß werden. Kann man es noch draufsetzen? Ja, man kann es noch draufsetzen, okay. Das wollte ich mal testen. So, dann machen wir mal so. Also ist es gar nicht so schlimm, wenn da jetzt so kleine Lücken drin sind. Ich glaube, ich müsste mich da draufstellen, weil sonst käme ich nicht richtig. Ja, Erde haben wir wieder natürlich weggetan. Ich bin ein ganz intelligenter Minecraft-Architekt, der Füllmaterial und Aufbaumaterial immer da in der Kiste lässt, wo das eigentlich brauchen würde. Ich bin da so sonderbar intelligent. Dann nehmen wir einfach mal Erde. Erde, da haben wir ja viel davon. Mit der Erde müssten wir eigentlich auch mal was anmachen. Wir haben so viel Erde da in der Truhe, da könnten wir doch ein bisschen Terraforming machen. Das ja jeder liebt, Terraforming. So. Zack, einmal hier hoch. Und dann machen wir mal so. Ich hoffe, man kann da noch durchgehen. Ich meine, das hat bestimmt auch schon irgendeiner gemacht, ein Minecraft-Spieler, dass er statt die normalen Blöcke als Wand nimmt, solche Wände nimmt. Man soll ja für sowas immer ein bisschen experimentierfreudig sein.
Es ist ja schließlich Minecraft, das sind die Kreativität, die Kreativitäten grenzenlos. Ich hoffe, das reicht aus. Sonst müssen wir nur mal ein paar machen. Und das wäre ja nicht ohne. So, bis hier oben hat es gereicht. Uah. So, schauen wir mal. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Wie gesagt, da sind zwar Lücken drüber drin, aber das ist ja nur ein Treppenhaus und es soll ja ein bisschen durchlüftet sein. Stell dir mal vor, ihr würdet in ein Treppenhaus gehen, wo überhaupt keine Luft mehr ist, wo die Luft steht. Ist echt widerlich, das kann ich euch Wort und Siegel drauf geben. Ich war schon mal in einem Treppenhaus drinnen, da hat es gestunken und es war so wenig Luft drin. Ekelhaft, einfach nur, sag ich euch, ekelhaft. Und ich schätze mal, das mit den Trennwänden hier oben ist gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, das werde ich auch weiterführen. Man kann ja auch nicht, das ist jetzt, das was wir jetzt hier haben, ist anders sieht. Das geht wahrscheinlich jetzt auch mit Diorit und Granit und so weiter. Das werden wir auf jeden Fall weiterführen. So. Und ja, jetzt muss ich schon mal den nächsten Raum ausstechen quasi. Ich glaube, das heißt auch so. Unten haben wir einen S-Raum, ein Schmelzbereich. Moment, ich muss mal gucken. Also hier, das Schlafzimmer wird hier nicht bleiben. Das werde ich, glaube ich, nach oben versetzen. Also wir haben hier eine Werkstatt, hier ein S-Bereich. In Klammern auch Küche. Oder soll ich das gesondert machen? Ich glaube, diese drei Öfen, diese vier Öfen werde ich für Eisen und Gold benutzen. Und was man sonst noch schmelzen kann. Und dann werde ich noch Sonderöfen hier drinnen machen, weil hier kommt jetzt die Küche rein. Oben kommt das Schlafzimmer hin. Aber dazu müssen wir erstmal die Räume, wie gesagt, ausstechen. Kurz mal futtern. Und es wird gleich wieder noch Nacht. Das sieht man hier an der Uhr. Es dämmert schon langsam. Finde ich gut, dass ich mir die Uhr gemacht habe. So. Ich glaube, wir müssen noch ein paar Wände machen aus Andesit. Ich glaube, ich werde auch gesondert für den Raum nur Andesit-Wände nutzen. So, dann schneiden wir das uns mal raus. Ich finde das Geräusch cool. So. Dann machen wir mal hier oben weiter. Weil jetzt machen wir, wie ich schon öfters gesagt habe, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. So, dann würde ich mal sagen, dann nutze ich auch gleich... Haben wir das soweit gemacht hier? Ja, haben wir sogar. Dann kommt erstmal die Fackel mal kurz weg. Dann setzen wir hier die nächste Trennwand. Da lassen wir einen frei für die Tür. Oder für das Zauntor. Ich glaube, ich werde hier keine Türen reinmachen. Ich werde hier eine Zauntür reinmachen. Genauso wie hier. So, jetzt brauchen wir hier nochmal einen Erdblock, damit wir hier hoch können wieder. Ich muss ja sagen, das Setzen von Erde hört sich eher an wie Stein, aber... Ja, da streiten sich jetzt die Götter darüber. Hör! So, einfach schön weitermachen. Ich glaube, das ist ja auch mal was Neues, wenn man sowas sieht statt Blöcke. Obwohl jetzt einer so wahrscheinlich sagen könnte, in dem Haus würde ich gar nicht wohnen wollen, weil es durch jede Ritze zieht. Im Mittelalter, glaube ich, war das so gut wie gar nicht möglich für die Armenhäuser. Also nicht Armenhäuser, sondern für Leute, die etwas ärmer waren als die Adligen. Ich glaube, da hat es auch in jeder Ritze im Winter gezogen, wie sonst was, wie Erbsensuppe. So, dann haben wir jetzt hier schon mal das Schlafzimmer. Also ich will wirklich ein extra großes Schlafzimmer machen, obwohl... Meint ihr, das wäre noch zu groß für ein Schlafzimmer? Ich glaube, ich setze so eine Trennwand, die aber nicht ganz bis hinter führt noch. Das glaube ich, kann ich noch machen. Dann kommt hier zum Beispiel... Hier ist wieso der Durchgang? Dann würde ich sagen, in dem Bereich hier hinten kommen einfach Schränke hin. Stellt euch einfach vor, das wären Kleiderschränke. Sowas wie ein Spiegel werde ich auch hinbauen. Das wird wahrscheinlich einfach nur eine Glasscheibe sein oder sowas. Ja doch, das werde ich machen auf jeden Fall. Und alle Hände wieder runter hier. So, dann setzen wir hier schon mal eine Trennwand hier hinter. Aber wie gesagt, die wird nicht ganz zugemacht. Die wird höchstens bis hierher gemacht jetzt. Dass wir schon mal eine ordentliche Trennwand haben. Kann ich hier raufhüpfen? Geht das? Nö. Komisch. So, wieder hier rauf. Und wir werden uns auch... Ich habe das mir so vorgestellt, ich mache jetzt erstmal die Trennwände.
richte soweit Schlafzimmer, Küche und so weiter ein. Und dann mache ich mich aber auch gleich ans Dach bauen, weil ich drücke mich, ich weiß, dass keiner gemerkt hat, ich drücke mich gerade vom Dachbau, weil ich habe es mit so großen Dächern nicht so wirklich. Also ich bin auch kein, wie sagt man, Dachdecker, der sehr gut das platzieren kann. Aber ich gebe mein Bestes auf jeden Fall, Freunde. Und wenn es ein Flachdach wird, ich versuche mich erstmal an einem schön geformten Dach. Wenn es nicht hinhaut, nach meiner Meinung nach, dann werde ich das ändern. Und werde daraus einfach ein Flachdach machen. Ich sage, ich will sie nicht getrennt haben und mache trotzdem wieder was hin. So, weg wieder mit. So, jetzt müssen wir eh runter, weil es wieder Nacht wird. Und ich habe keinen Bock, dass die Villager da uns da wieder die Zombies ins Haus lassen. Ich habe mich hier keine Tür. Und Holz habe ich auch leider nicht dabei. Schnell ins Bettchen. Wir müssen uns natürlich auch um die Tiere ein bisschen kümmern. Das ist so eine Nebenbei-Aufgabe, was man halt als Besitzer einer Villa machen muss, wenn man keine Bediensteten hat. Wow, abgehoben. Nee, Spaß. So, also Trennwände haben wir jetzt schon gesetzt. Jetzt müssen wir uns eigentlich ein bisschen hier um den Raum erstmal kümmern. Jetzt müssen wir den Raum erstmal umziehen lassen. Den lassen wir jetzt mal umziehen hier, ganz komplett. Also die Lampen lasse ich drin. So, wie viel Platz habe ich noch? Was ist da drin? Ich glaube, ich nehme erstmal das Wichtigste raus, meine Ersatzsachen hier. Und dann schaue ich, was noch da reinpasst. Ja, also die Kiste kann man komplett mitnehmen, wie es ausschaut. Ja, ich sagte komplett, und was fehlt? Die Weizenkörner. Wisst ihr was? Ich mach mal so. Gegen die Scheibe. Und dann nehme ich das hier mit. Was wir jetzt natürlich noch platzieren können. Moment. Wir platzieren mal ganz kurz diese 7 Fackeln irgendwo draußen. Dass es ein klein wenig ausgeleuchtet ist. Ich schaue, ob hier irgendwo Creeper sind. Dass wir hier ein bisschen Außenbeleuchtung haben. So. Und jetzt soll jetzt mit klassischer Jazzmucke wieder weiter am Start vom Umziehen des Schlafzimmers. Das Einzige, was ich glaube, dass man an der Seite von den... Kann man bei den Fackeln hinsetzen? Nein, das ist schlecht. Man kann an der Siedzäune nicht... Steinzäune keine Fackeln setzen. Finde ich ein bisschen schade. Naja, dann müssen wir es halt uns anders irgendwie ausdenken. Dann müssen wir uns Kerzenstände oder Kronleuchter ausdenken. Ist ja auch kein Problem. Ich will mal sowas machen, Freunde. Warte mal, ich glaube, wir müssen noch mal ein, zwei Reihen wegziehen. Weil sonst wird das mit dem Schrank nichts. Müssen wir noch mal kurz wegtun. Okay, dann möchte ich... Geht das? Möchte ich hier den Schrank haben. Wir orientieren uns jetzt nicht an den Fackeln, Freunde. Nicht an den Fackeln orientieren. Wir orientieren uns jetzt an dem Schrank. Und dann machen wir jetzt so und so erstmal Fackeln hin, damit wir eine Orientierung haben. So, erstmal das ganz Wichtigste kommt erstmal zum Schluss rein in die Truhe. Da erstmal das hier rein. Das ist Ersatzschild. Weizen, Schneeblöcke. Paar Säpplinge. Dann schmeißen wir erstmal die Rüstung rein, den Helm, die Brustplatte, die Hose, die Schuhe. Dann hier ist das Ersatzschwert. Die eine Fackel von mir aus auch. Die zwei Schaufeln. Die eine fast kaputte Spitzhacke. So, das Bett platzieren wir am besten... Moment, da ist die Wand, da ist die Wand. Ich glaube, hier ist am besten. So, dann haben wir hier schon mal unser Bett. Der Schnee stört auch ein bisschen. Ja, wartet mal, da müssen wir uns mal hier ich nehme einfach mal die angeschlagene Schaufel. Und dann entfernen wir nochmal den Schnee hier. Und das Lustige ist, den Schnee werde ich, wie gesagt, noch später brauchen, wenn wir Kürbisse haben. Und dann mache ich uns nämlich extra irgendwo einen Bereich mit... Ich lasse ihn einfach in den Dorf rumspazieren. Ein paar Schneegolems.
So aus reiner Gag, damit ein paar Fabelwesen noch mit dabei sind. So. Brauchen wir den Teppich, den habe ich auch hier reingeschmissen. Ich glaube, ich produzier mal den restlichen Teppich hier auch noch. Da müssen wir ganz kurz nochmal runtergehen. Man soll ja, ich hab's ja mit Absicht so runtergelassen. Ich hätte jetzt auch eine Werkbank mit hochnehmen können, ja klar. Aber ich wollte, dass man ein bisschen Bewegung hat hier. Dass es nicht einfach so, ja, ich stelle alles jetzt in einen Raum, dann kann ich alles erreichen, muss nicht von A nach B rennen. Nee, ich möchte schon von A nach B rennen, dann sieht man mich öfters andere Gegenden, nicht immer denselben Raum oder denselben Platz, versteht ihr? So. Moment. Ich bräuchte noch so ein Bett. Na komm, dann machen wir das jetzt mal so. Platzieren das erstmal so. Dass hier noch ein Bett hin kann. Eigentlich müsste ich es ja so machen. Wartet mal. Eigentlich müsste ich es ja so machen. So, dann passt hier da noch ein Bett dazu. Dann kriegen wir bald ein Doppelbett. Doppelbette sind der Traum, wenn man schön schlafen will. Muss ich dazu sagen. So, dann haben wir das schon mal. Jetzt fehlen bloß noch die anderen Truhen. Und dann brauche ich zwei Türen, weil da möchte ich mal schauen, ob ich das so verkleiden kann, dass es ausschaut wie wirklich so ein Kleiderschrank. Was haben wir hier drin? Ja, Schneebälle en masse. Kann ich gleich Platz sparen machen? Mache ich daraus Schneeblöcke. So, dann ist die Truhe leer. Ist da oben was drin? Nö. Okay, dann können wir die abreißen. Und ich glaube, da werde ich nur zwei Truhen aufeinander machen, weil ihr seht ja, Türen sind ja auch nur zwei Blöcke hoch. Da werde ich das Ganze mal so um den Dreh umändern. Dann werde ich die eine Truhe wahrscheinlich vorm Haus platzieren. Das wird quasi, wenn wir auf Entdeckungstour gehen, unsere Rumpelkiste. So, dann haben wir das schon mal. Ich brauche jetzt erstmal Türen. Dafür die Türen brauche ich richtig Holz. Müssen wir uns ein bisschen wieder was rausholen aus unserem Lager, aus unserem schönen Lager, wo ich drauf sehr stolz bin, weil das wirklich schön ausschaut. Vielleicht müssen wir die Kerzenleuchter noch ein bisschen umplatzieren, dass der ein bisschen weiter nach vorne ruckt, der noch ein Gestell dazu bekommt, damit das Ganze ein bisschen ordentlicher ausschaut. Das schaut aus, als hätte man den in die Wand reingerammt. So, Hölzer. Das war für eine Tür. Dann nehmen wir einfach mal den Stack mit raus. Und ich hoffe, das reicht für... Ja, es muss reichen. Weil man kriegt ja aus, komischerweise, aus ein bisschen Holz gleich drei Türen raus. So, jetzt muss ich nur schauen, wie ich das platzieren kann. Ich habe es mal bei einem YouTuber gesehen, bei einem Befreundeten. Wie er das gemacht hat, der hat sich so hingestellt. Und... Ja, ist noch nicht ganz perfekt. Die Tür muss nun mal weg. Ja, das war schon richtig. Nein. Jetzt muss ich schauen, dass ich es irgendwie da rankriege. Der stellt die immer da vor. Uff. Wie kriege ich das hin? Weil wenn ich so mache, stellt das natürlich wieder auf die andere Seite. Ach. So wird auch kein Schuh daraus. Wieso kriege ich das nicht hin, so wie ich es mir vorstelle? Ich verstehe es gerade nicht. Okay, dann muss ich's umändern. Vielleicht hätte der eine oder andere eine Idee, wie man das hinkriegt. Dann muss ich kurz mal die... Wir machen das jetzt Ganze mal nur provisorisch. Komm, auf das eine Fleisch scheißen wir jetzt. Dann muss ich das Ganze ein bisschen vorlegen. Okay, dann nutzen wir... Wir nutzen mal zum Provisorium einfach mal...
das Holz hier. Nur zu provisorischen Zwecken. Wie gesagt, vielleicht schaue ich mir, gibt mir einer irgendwelche Tipps oder ich schaue mich mal in anderen YouTube-Videos mal um. Vielleicht geht das doch irgendwie. Oder muss ich das Ganze nämlich so machen? So, ich hoffe mal, das geht jetzt mit der Tür. Nicht, dass jetzt das Spiel sagt, nö, da ist jetzt, wieder zu weit vor. Ja, er setzt es wieder dahin. Ach komm, das ist doch zum Mäusemelken. Warum machst du es dir so schwer, ganz ehrlich? Der setzt das immer davor. Ich meine, wenn ich es so mache, geht es doch so auch, oder nicht? Hä? So wollte ich es jetzt nicht haben. Okay. Und wir haben's. So, dann muss es halt eben so ein Schrank werden. Okay, wir brauchen nur ein bisschen mehr Holz. Wir brauchen noch mal ein bisschen Holz. Das machen wir noch, Freunde. Dann ist aber schon leider die Folge vorbei, weil wir haben schon Überlänge. Evil Chicken. Einen Block Holz will ich auf jeden Fall jetzt noch in dieser Folge setzen. So, ganz geschwind. Hoppi hoppi. Screenshot haben wir schon gemacht für diese Folge, also Thumbnail. Keine Panik auf der Titanic. Diesmal habe ich es nicht vergessen. So, jetzt müssen wir nur schauen. Wieso sind das jetzt Einzeltruhen? Ja, okay. Dann sind die hier nur zur Deko. Dann kommt das. Dann das. Dann das. Das hier. Die Tür tun wir auch reinschmeißen. Der eine Block Erde. Die drei Fackeln. Die Zäune machen wir da noch rein. So. Und das sage ich mal an dieser Stelle, Freunde. Dankeschön fürs Zuschauen und Dankeschön fürs Dabeisein beim Let's Play in Minecraft. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Schöne Zeit euch da draußen. Bye, bye.